Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 Claire A. Letztes Mal sind wir so weit gekommen, wir haben ZDA-Armbus gefunden, wir haben den Sprengstoff gemacht. War mal bloß Zünder, nicht schlecht. Wir haben gerade den Aktenschrank leer geräumt. Und wir werden auch jetzt den Karo-Schlüssel verwenden. Leer wegmachen. Dazu werden wir jetzt gerade in den Verhörraum gehen. Das ist der richtige Verhörraum. Oh, wir haben Hubert getötet. Oh. Einmal Mitleid für Hubert, bitte. Möge er in Frieden ruhen. Hey, ich hab 10 Magazine. Krass. Elf sogar. 11 Magazine. Ne, doch, 10. 13 mal 10 sind 113, ne? 100. Ne, sind 130. Ja, Mathe, super. Auf, bitte. Ich seh nix. So, da sind sie. Stirb, stirb, stirb. So. Komm, stoß ihn weg. Oh, er hat sein Ärmel verloren, würde ich mal sagen. So. Lutsch meinen Stiefel. So. Boah, ich schätze nicht mal zu fallen, was jetzt kommt, da kommt jetzt gleich ein Licker. Den wollen wir noch gerade schnell erledigen. Oder uns entledigen. So. Das Stromkabel werden wir jetzt gleich auf jeden Fall noch brauchen. Man muss eh hier rein, um das Ding hier holen, zu holen. Adlerstein. So, Mist, wie? Mal. Da hätten wir, glaub ich, eh nur ein erstes Spray drin. Wieso bin ich da jetzt eigentlich rein hier? Oder war, ich weiß gar nicht mal, was ist da hinten zu drin? Na, egal. So. Gut, die Kraut holen wir uns dann später mit. Haben wir im Moment keinen Platz für. Munition liegt da noch einmal. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall hier reinzugehen. Wird da noch was? Nö. Okay, gehen wir jetzt in Heli-Luft jagen gehen. Aus der Wand sprengen. Zumindest. Dafür müssen wir jetzt die Feuerleiter wieder nach oben. Müssen dann, wenn dann Sherry treffen. Und dann kriegen wir einen Herzschlüssel, genau. Geht's in die unterirdischen Anlage. Anderthalb Stunden am Spiel haben doch schon wieder gut was geschafft, würde ich sagen. Wir stehen schon wieder kurz vom Ende. Also ziemlich Halbzeit haben wir, glaube ich, jetzt. Aber kurz vor der Halbzeit. So, so ich mich kenne. Muss da oben jetzt ein Licker sein. Vielleicht aber jetzt mal links liegen. Weil ich keine Emotionen habe, für den zu erledigen. Vielleicht mit gleich anstatt der Armbrust den Granatenwerfer mitholen. Sicher, sicher. So. Ah, ne, aber nicht. Okay. Okay, aber wie gesagt, die Armbrust werde ich jetzt gegen Granatwerfer eintauschen. Zwar nur aus dem Notfall werde ich ihn natürlich schon einsetzen, aber. Ja. So, im Arsenal brauche ich auf jeden Fall jetzt nicht rein zu lang zu gehen. Also zum Tag, wo wir letztes Mal mit Claire lang gegangen sind. Die kommen weg. Das kommt weg.
Das kommt weg. Das Bad nochmal. Das kommt weg. Vorsicht nach da. Karl brauche ich auch im Moment nicht. Das kommt weg. Holen wir den mit. Das. Dies und jenes. Kabel. Brauchst du Kabel jetzt direkt oder brauchst du es nicht direkt? Lass mal überlegen. Direkt nicht, aber ich brauch den nachher. Ja, dann können wir auch, direkt drin lassen. So. Dann spielen wir mal ein bisschen Pyromane. Ja. Also geht doch. Kabams. So. Die werden gleich erstmal quatschen. Dann kann ich nochmal was trinken. Ich mal gesagt, ein Zimmer zu trinken. Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Iron? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. What happened? That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin was nothing short. Schon verpixelt, die Schönheit. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Okay. Was gemacht, Chief? Nun wollen wir jetzt hier keine Angst vor Mr. X zu haben. Mr. T. No. Tiger. Was jetzt kommt, könnt ihr euch alle denken. Sherry! Komm zu Mama! Komm zu Mama, Schatz! So, wir haben das Tag und rekrutieren. Es ist so dunkel, dass wir Sherry nicht sehen, aber wir können lesen, ne? Wait! Let me go! Easy, easy there! I'm not a zombie! You're safe now. Claire in ihren Hotpants sieht richtig geil aus, Leute, ne? Leon, come in. I found the girl, and I've cleared the wreckage that was blocking the corridor. Got it. Got it. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are?
They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me! What was that? That's what I was telling you about! It's here! Sherry, wait! Tja. So viel zum Thema. Ich hab noch Mädchen gefunden, ne? Naja. Auf wir. Ein ausgeschopfter Tiger. Ach ja. Jetzt sind wir aber drunter drin. Ist zu warm hier. Chief? Chief? Polizeichef? So, erstmal einen Herzschlüssel abgreifen hier. Da muss das Putzzeichen, ja. Komisch, dass hier noch für Blutflecken sind. Ja, verstehe ich. Das Opfer stirbt durch die Krallen des Jaguars. Rufe zur Schlange, die die Erde vergiftet, ein Adlergens gebadet in Blut. Es öffnet sich die Tür zur Unterwelt. Ja, tolles Rätsel. Jo, die sind her. So. Das heißt, wir haben jetzt einen Herzschlüssel. Das bedeutet, wir können jetzt direkt, ohne über loszugehen, hinuntersteigen. Also darum, da werden wir jetzt diese kleine Abkürzung nehmen hier. Heißt, wir werden hier mit den Außenbereich gehen. Wo die Kräne haben uns wach. Ich nehme jetzt noch zweimal Heilung, genau. Die werden wir uns. Mit, ne, werden wir mal eine. Ne, wir machen lassen. Zwar klein. So einer mittleren. Lassen uns den einen Platz frei, weil wir werden jetzt den Herzschlüssel direkt wieder los. Wäre Blödsinn. Den hatten wir schon untersucht, den Kameraden. So. Ja, möchte ich. So, das Kabel werden wir auch jetzt direkt noch los. Hier. Ah. Das hinsetzen. Da haben wir auch noch Heilung wieder. Machen wir uns eine große, eine mittlere. Möchte ich die Karte mitnehmen? Ja, möchte ich. Ach ja. So. Lass uns mal dabei. So. Hier sind jetzt keine Zombies. Da werden wir jetzt hier erstmal. Das ist natürlich auch. Das ist die Überlegung. Ich kann die Dinger jetzt zumachen. Nachher bei Leon hat keine Zombies. Man müsste, oder speziell müsste er zumindest keine Zombies haben, glaube ich. Oh, hier ist nichts. Mit Leon wäre der Shotgun-Money gewesen. Aber oh, naja. Das können wir erstmal mit dem Baum. Es geht doch da runter, Claire! Mann! Ich will erstmal mit dem Baum, weil ich war, wie es hier mit dem Baum aus. Viertelstunde vorbei, warum?
so. Komm. Zwei. Drei. Vier. Gut. Das habe ich so vor mir. Sehe nix. So, komm. Habt ihr andere Götter jetzt? Komm, noch einer. Einer. Mistölle weniger. So, Fifi, es war mit dir. So, erstmal hier den Strom einschalten. Können wir den Kreuzschutz noch gut? Ja, Dicke. Erstmal gut das grüne Kraut hier mitnehmen. So. Dann Strom einschalten. Hoch. Runter. Hoch. Hoch. Und Lunte. Perfekt. War schon krass, also viele Ideen. Rätsel sind, die ich bis heute noch kenne. Abgesehen davon, dass ich die jetzt schon zweimal hintereinander wieder gemacht habe. Ihr wisst, was ich meine. Nix. Da heißt, wir können jetzt runtergehen und den Kreuzschlüssel holen. So, ist das da? Da brauchen wir nicht hin. Da ist Leons Barsch, da brauchen wir überhaupt nicht hin. Zumindest hier im A-Szenario. Ein bisschen noch müssen wir da lang, um die scheiß Kurve zu kriegen. So. Ich glaube, wir müssen einfach hier durch den Hinterausgang gehen. Ich glaube, schon die Zeit schon vorbei ist. So, jetzt holen wir hier noch das dritte Kraut mit. So. Und eine große Heilung. Das heißt, ich würde jetzt runtersteigen. Ja, ich möchte hinabsteigen. Einen stinkenden Gulli. So. Das Gamma ja bereits. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen Platz schaffen. Ah, wo hier noch? Wandfarbe. Noch hier was Ding machen. Die Großteilung kommt weg. Das kommt weg. Die bleibt. Seht ihr die Große noch? Auch weg. Du bleibst. Das da rein. Und dann können wir ab machen. Nicht da lang, da lang. So. Harry! I've been looking everywhere for you. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go.
won't. Was? Du hast gehört? Was gefällst du hören, wenn die Große was sagen? So. It's not that, Claire. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Wie tapfer sie schon ist. Und Sherry hat auch schon zwei Auftritte gehabt. Hier und was über 6. Powerst. Sherry! Sherry! So. Oh. Das kennen wir, ja. Jetzt können wir den bösen Zombies ausweichen. Ach ne, hier sind die zwei Zombies. Lass mich in Ruhe. Boah, ich hasse Hunde. Zumindest diese Hunde. So. Jetzt wieder halt zurückkommen. Mensch, vielleicht habe ich da stehen, da habe ich die, na, sag schon, der hat erste Hilfsbrei noch nutzen. Was ist Resident Evil ohne Zombie-Hunde, ne? Nix. Boah, so oft schon angegriffen sind immer noch okay. Huh. Ich hab darauf schwer gestellt, oder? Aber auf normal. Hm. Egal. Runter. Runter. Schieben. Komm, Sherry, zeig mir deine Muckis. So. Dann sind wir gleich schon wieder durch für heute. Grafikfehler. Und zwar, werden wir, mein Untergrund, also ob das neue Autopsieraum gehen, da alles erledigen. Und dann auch den Weg nach oben wieder machen. Wir haben es gerade mal 23, ich habe noch 7 Minuten. So. Das wird erledigt. Ach komm, Sherry. Macht uns nicht so spät, so schwer. Oh. Ich erzähle. Ja, möchte den Hebel umlegen. So, jetzt war der Abflug. Ich fänd's geil, wenn die jetzt bei Resident Evil 2 so ein Remake machen. Auch hier mit A und B Szenario. Wenn da so einiges, was wir hier in A machen, auf B sich auf B auswirkt. Bis jetzt hat einen Unterschied, wenn man die Waffenkammer da ausplündert oder nicht. Also das ist ein Unterschied, man hat auch sollte wirklich so parallel zu den einzelnen Szenarien geben. So, ganz schön mal Baubi. Oh oh, der Hund kommt mit runter. Aber dass man viel mehr darauf achten muss, was man macht, dass der Partner ein bisschen aber nicht so schwer hat. Das fände ich geil. Sherry, are you okay?
Did you find your dad? Yes, I'm okay. But I couldn't find him. But I did find something else for you. Here! Here's another. Thanks. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me. Claire! I can't reach the ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I'll find another way. I can take care of myself. Wait! Sherry, come back! Sherry! Sherry! Sherry... Sherry... Geht mir doch auf, Claire! Meine Fresse! Ist denn das so schwer? Das hat schon ein paar Minuten. Der Marsch hat nämlich schon... noch komplett fertig. Soll heißen, wir werden jetzt noch einen Autopsieraum machen. Wir werden noch in die Waffenkammer gehen. So. Sitz, Fifi. Ja, super. Wieso hab ich gewusst? Ich hasse diese Hunde. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Das kann man erstmal mit den zwei Lickern so zu atmen. Und die Licke hasse ich auch. So. Die Karte geht in. Dahin, gehen dann nach oben. Gehen noch in den Raum. Holen uns den Speicherraum. So. Beine weggefetzt, würde ich mal sagen. Du lebst ja noch, gehst du? Weg. Die Ausgeburten der Hölle. So, dann sind wir hier unten jetzt fertig. Gehen wir es noch dahin, dann können wir in der nächsten Folge uns den, Stein holen, also das Wagenrad holen. Muss man eigentlich das Feuerzeug mitnehmen. Dann müssen wir, was müssen wir? Im Schrank ist nix. Weil hier ist aber was drin. So. Tag, wo ist. Wah! Tag, wo ist das? Kann man ja auch bereits.
So, wir müssen versuchen, uns jetzt einen Speicherraum. Wo ich das erstmal speichern werde. So. Ups, ich schau das Mikro wieder an. Durch. Der Speicherraum ist in der Halle. In der Halle. Ist der nächste Speicherraum. Gehen wir da auch jetzt hin, würde ich mal sagen. Noch einfacher. Ich gehe hier über außen oben. Gehe dahin, genau. Ich gehe ins Sekretariat, der Tusse. Ich gehe ins Sekretariat. Da denke ich schon auch dran, das Fahrrad wegzulegen. Aber wir haben heute schon wieder einiges geschafft, würde ich sagen. Wir haben Dossierraum da unten. Haben wir alles abgearbeitet, wir haben den Kreuzschlüssel bekommen. Ja, also nächste Folge. Gehen wir schon in den Untergrund. Das ist ja schon was. So. Mann, ich schwach mal echt blöd hin und her jetzt. Kiste, Halle. Und dann von der Halle wieder zur Kiste und da auch so woanders hin. Das hat schon mal aus, was für das nächste. Ach, jetzt hab ich doch die. Scheiße, muss schon nochmal runter. Muss nochmal runter, scheiße. Aber machen wir in der nächsten Folge. Nee, ey. Ich muss eh nochmal da lang. Und verputzen, ja, möchte ich. Schon aufpassen. Mein privater Spielstand. Das ist unser Spielchen, wir jetzt gemacht haben, das Hank. Jetzt hier hin. Claire. Ah. 0, 1. Warteraum. So. Okay, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut auch beim nächsten Mal wieder ein zu Let's Play Resident Evil 2. Bis dahin. Ciao.